Hi. Wir fahren jetzt nach Krefeld auf die PlayStation Masters Respawn. Freut dich, Vicky. Krefeld. Na ja. Ja. Stadt Krefeld, wir sind da. Wir sind in Krefeld City und gehen jetzt auf die PlayStation Dingens von TechTV. Ja, da wird ein bisschen Rocket League gezockt, da spielen sie auch noch andere E-Sport-Titel und wir werden uns dazu gesellen. Hier ist Schuhe aus und ich glaube, Vicky wird da sehr viel Spaß haben jetzt. Ihr habt viel Spaß, mir ist es egal. Das ist die Warnung von Sony. Hi! Komm mal, der Fisch kommt. Ist das echt? Das O ist eine Null, ja? Das ist ein bisschen dreckig. Das macht nichts. Wir sind jetzt im VIP-Bereich. Ist schon gut, wenn man jemanden kennt, dann kommt man einfach mal hin. Wie geht's dir, Vicky? War gut? War gut, ja? Wir kaufen so ein Ding. Wir kaufen so ein Ding für zu Hause, ja? Dann tanzen wir den ganzen Tag und dann werden wir schlank. Wolf, willst du auch mal tanzen? Was denn? Da vorne, dieser Tanzautomat. Das habt ihr schon seit Anfang nicht geschafft und heute erst recht nicht, denn jetzt bin ich noch komplett nicht. Das ist, naja, ist richtig anstrengend. Also ich höre es richtig anstrengend. Wir haben immer zwei. Hast du schon getanzt oder was? Ja, schon 6-mal gegeneinander, der Vicky und ich. Also. Ja, okay, das so groß, das ist. Bei so dicken ist es nicht so leicht. Ich mir gerne angeguckt. Beeilen. Wir haben uns total festgequatscht auf dem PS-Event. Oh Gott. Weil ich in Call of Duty abgegangen bin. Was schlägst du mich? Was schlägst du mich, Schatz? Da hab ich voll geschlagen. Wir haben noch 6 Minuten. Wir haben noch 6 Minuten und müssen noch gut einen Kilometer rennen. Schaffen wir das? Nicht mehr ganz. 600 Meter müsste es sein. 600 Meter. Entschuldigung, wenn die Kamera ein bisschen wackelt, aber. Wir müssen jetzt echt flitzen, ihr könnt nicht die ganze Zeit dabei sein, Leute. Tschüss. Dazu. Das war knapp. Ja, macht Plätzchen. Ach, Kinder, wir sind wieder zu Hause von der PlayStation. Wie hieß das Ding nochmal? PlayStation Master. Masters. Vicky hat sich die Haare rasiert. Ja. Sag mal, dreh dich mal. Dreh dich.
Voll gut. Ja, es riecht nach Katze. Ist was Dummes passiert? Ja, die Kamera ist runtergefallen. Da kam jemand gegen. Und jetzt das Objektiv im Arsch. Ich habe gerade Vickys Objektiv drauf und muss jetzt erstmal ein bisschen damit filmen. Oh, Schatz, sie sehen gut aus. Ja? Was sind das für Röllchen? Das sind Zebra-Röllchen. Das ist sehr verlockend, vor allem, dass jetzt hier nach Katzenkacke riecht. Was soll ich mit Katzenkacke machen? Ja. The secret ingredient is love and poop. Katzenscheiße für jedermann. Das Positive ist aber, wenn man seine Arbeitsmittel gut versichert, dann kostet nämlich das nichts, wenn man Neues holt. Tja, jetzt dürfte mal raten, wer eine Versicherung hat. Ja, ich habe zum Glück wirklich eine. Sonst sagst du immer, ja, wenn ich mit meiner Technik so umgehe, dann geht nie was kaputt. Es geht auch nie was kaputt bei mir. Das ist echt so. Das ist nur jetzt, weil wir weggegangen sind. Wenn ich zu Hause bleibe, geht nie was kaputt, ja. Jetzt wollen wir noch ein bisschen NES spielen. Wir haben nämlich das NES, das New Entertainment System. Komm, wir zocken mal ein bisschen. Den Abschluss nehme ich jetzt mal wieder mit dem Camcorder auf, weil es ist gerade alles leer und alles muss kopieren. Auf jeden Fall war das unser Samstag. Ich habe jetzt nicht mehr aufgenommen diese Woche, aber es war sehr, sehr cool. Wir haben den Wolf getroffen, wir haben die Carmen getroffen, wir haben den Fischkopf getroffen und hatten einen super Tag in Krefeld. Also es war echt schön. Wir haben sogar getanzt, wir beide. Oh Gott. Sollten wir uns nächster Urlaub gestrichen, wir kaufen uns so ein Ding. Wir kaufen uns echt so, wie heißt das, Dance? Dance Machine. Die Dance Machine von Konami. Lea wollte ja nicht. Es war ja peinlich genug, uns zu filmen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so reinschneide, wie so zwei. Ja. Wie so ein Dickbäuchiger, du bist ja nicht so dick. Ist egal. Ich habe mir rein. Ganz viel Mühe gegeben. Rein! Rein! Was? Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben beim Film. Ich habe das, glaube ich, gut gemacht. Vielleicht mache ich sogar noch ein bisschen Drohne. Wir sind jetzt Drohne geflogen, aber war halt echt windig, deswegen ging das nicht so. Vielleicht mache ich ein paar Drohnenaufnahmen rein, so zum Abrunden. Weil ihr wisst ja, ich bin immer so ein bisschen spektakulär lieber und habe heute nicht so spektakulär aufgenommen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir sind halt mit Zug gefahren, das ist jetzt nicht unbedingt Spannung pur. Naja, aber unser Tag war super, uns geht's gut. Das wollen ja viele eigentlich nur wissen, wenn sie den Bartlock sehen, habe ich gehört. Ihr wollt nur wissen, wie geht's uns. Uns geht's super. Also absolut gut im Moment, oder? Ja. Ist schön. Lea hat Plätzchen gebacken. Plätzchen! Und die sehen gut aus. Also die sind alle mit Schokolade, aber die nimmt sie alle für ihre Kollegen mit, ne Schatz? Was? Ja. Was? Und wir haben noch ein bisschen NES gespielt, dieses NES-System da. Das ist super, das kleine... Schaut mal, das ist die Katze, ja? Und das ist das NES. Die Plätzchen sind echt für deine Kollegen. Ja. Nächstes Mal wieder, ne? Vanillekipferl. Wir müssen eh ein bisschen abnehmen. Ich meine, Weihnachten kommt jetzt und da ist eh die Zeit des Fressens angesagt. Übrigens, Weihnachten wollen wir wirklich jetzt mal in meinen Heimatort fahren und da ein bisschen filmen. Da ist es nämlich nicht so dicht bevölkert und da kann man auch mal mit der Drohne fliegen. Da kann ich vielleicht mal so schräg von oben die Weihnachtsmärkte zeigen. Da werden sie wahrscheinlich, wisst ihr, als wir letztes Mal da waren. Mhm. Also diese Altherren-Volksmusik, da haben sie Volkslieder gesungen. Und da hat da so alte Herren auf der Bühne gestanden und haben echt voll Kanne, das war super. Die müssen aufpassen, nicht, dass die ein Herzinfarkt kriegen, wenn die eine Drohne sehen. Da denken das hören die doch gar nicht, ich fliege die dann echt hoch. Da ist auch kein Flughafen, da ist gar nichts bei mir. Das ist ein Kaff. Also ihr werdet wahrscheinlich sagen, hey, das ist größer als da, wo ich herkomme, aber für mich war es ein Kaff, wo ich aufgewachsen bin. Naja, das war es also für den Bartlock. Danke, dass ihr zugesehen habt. Der Vicky und ich haben noch was aufgenommen, das seht ihr später auch noch. Ist ja bald wieder Stream oder es ist sogar Stream, wenn ihr das jetzt seht. Deswegen schnell fertig jetzt ausmachen und Stream gucken. Wir freuen uns schon.
Vielleicht spielen wir morgen was zusammen weiter, je nachdem, wie wir Zeit finden, ne? Jo. Alles klar. Dann habt noch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal mit dem Bartlock. Und da wird es übrigens dann erst das Product Placement geben. Hat nicht geklappt die Woche. Tschüss.